Hi, ihr ganzen Monsterchens. Ja, ich weiß. Ja, süß. Ja, du bist auch. Oh, du bist aber ein richtig süßer. Geh mal bitte weg, ja? Geh zu Mami, aber nicht zu mir. Was ist das für einer? Hallöchen. Ach, ein Schweinozeros. Ach so. Ach so. Da, 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 da. Killt ihn alle. Ach, was ist das? Ein Rambock. Ein Rambock. Ja, komm, greif den Whisket. Ach, komm, ja, auch auf sie. Ach komm, greift mal alle richtig doll an hier. Jo. Und killt sie. Yeah. Mann, wir sind so ein gutes Team. Wir halten Erfahrung. Und, weiß ich nicht. Willkommen in Bazurek. Ist er wieder hier oder wo ist... Erstmal müsste ich hier mich ein bisschen auftanken. Oh, es ist aber irgendwie ist das schön hier. Ich meine, es ist ganz einfach, ne? Aber irgendwie, guck mal, sogar mit einem Bild. Ach, ist das schön. Fühle ich mich glatt wie zu Hause. Hi. Boah, so viel Geld muss man bezahlen hier. 24 Goldmünzen. Ist das krass. Oh, ich bin schon wieder müde. Ich weiß nicht warum. Boah. Und ich weiß nicht, wo er hingerannt ist. Nach Hause vielleicht? Ich hoffe es. Vielleicht holt er sich gerade bei seinem Daddy aus. Hilfe! Hallo, wo ist er? Bazurek ist bei den Jurten der Jäger im Norden. Er bereitet seinen Geist und seinen Körper vor. Ihr werdet ihm helfen. Der Anblick meines Sohnes erfüllt mich mit tiefer Scham. Ich möchte, dass er sie als seine Mutter betrachtet. Nun, ach so. Ja? Wenn ihr die Aufgaben erfolgreich erledigt, versprechen wir, bei der Suche nach eurer kostbaren Frucht zu helfen. Helft Bazurek beim Besiegen der Bestie. Ihr müsst erfolgreich sein, so sei es. Ja, wo ist er denn hin, Mensch? Keine Ahnung, wo der hingerannt ist. Vielleicht ist er immer noch da und ich habe ihn irgendwie verpasst oder so. Vielleicht ist er hier drin. Nee, nee. Keine Ahnung, wo er ist. Ehrlich, keine Ahnung. Dann gehe ich halt nochmal dahin. Wuffi! Wuff, 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 wuff. Yay. Ja, dann gehen wir nochmal zurück nach da hinten, aber ich weiß ehrlich nicht, wo das sich aufhält. Ich weiß auch gar nicht mal, wie der aussieht. Ja, das ist blöd, ne? Ich weiß. Hört doch alle mal auf, mich anzugreifen. Nein! Ich möchte nur noch da oben, ja? Ich renn rein. Ich renn rein. Yo. Was sollte man noch anderes erwarten von mir? Zauberpeng und du greifst den an. Ups, was habe ich denn jetzt gemacht? Ach nee, war richtig, war richtig. Oh, deine Konzentration steigt da. Oh nein, wie traurig. Oh, ist das schlimm. Peng stirbt. Scheiße, der eine lebt. Nein, der eine lebt noch. Kill ihn. Nein, die leben alle noch. Tötet sie alle irgendwie. Warum lebt ihr noch? Hört auf, uns anzugreifen. Nein. Kill ihn. Ja, wow. 33, ja, krass. Wir sind alle schon ziemlich krass, du. Oh, Lilian, ich finde dich so cool. Ich kann es doch immer wieder erwähnen. Wie cool sie da immer so steht mit ihrem geilen Stab und bam. Bazurek hat offenbar allein die nördliche Brücke überquert. Oh Gott. Ich frage mich, wohin er wohl will und warum. Ein Jüngling mit so feigem Herz soll das Ungeheuer allein bekämpfen wollen? Hahaha. Nein, das ist unvorstellbar. Okay, warum spreche ich ihn nicht einfach an? Ich meine, er steht genau beim Tor. Aber okay. Gucken wir mal. Oh, ich hätte immer nach oben laufen sollen. Ja, warte doch mal. Knirps. Oh. Oh, schau mal. Meine Altkleider spielen jemand namens Boratz. Naja, diesen Jungen aus dem Dorf eben. Ich dachte, der hätte eine Heidi-Angst vor Monstern. Was macht er denn dann bloß hier so Vaterseelen allein? Das ist doch was oberfaul. Und es ist nicht das Ei, auf das du getreten bist. Fangen wir ihn und finden wir heraus, was er verbirgt. Okay. Wolltest du mich gerade anspringen? Ey, nein, hör auf. Wir gehen. Oh, Mann. Bringt vielleicht Knack was? Vielleicht solltest du doch mal heimer bitte Ness. Machst du doch mal bitte Peng und du greifst den an. Keine Ahnung. Was ist denn hier los, Mann? Ach so, okay. Oh, Alter, ich. Nee. Warum haben wir jetzt gleich vier von diesen Scheiß Dampfdrossel? Ich habe immer, glaube ich, Kampfdrossel. Nee, Dampfdrosseln, keine Ahnung. Auf jeden Fall regen die mich gerade richtig doll auf. Stirb doch einfach. Wow, die sterben sogar, weil ich es gesagt habe. Geil. Juhu, wir haben Leute gekillt. Drosseln gekillt. Ups.
So. Wo ist der gute feine Herr denn hingerannt? Oh, nicht Baum. Ich hab Bock drauf. Auch nicht gegen dich. Nein, auch nicht gegen dich. Auch nicht gegen dich. Nein! Danke. So, was denn hier so? Müssen wir da oben rauf? Ich glaube schon. Ja, das wäre möglich. Ich laufe ja immer kreuz und... Oh, was ist das denn? Hi. Ja, dann halt nicht. Ist in Ordnung. Wir sehen uns vielleicht später nochmal. Oder auch nicht. Es ist... ja, okay. Unser Abenteuer machen wir einfach mal im Dunkeln. Geht natürlich auch. Was machen wir denn jetzt hier? Sind wir hier richtig? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ein solches Ver... warte. Ein solches Vorgehen könnte zwar in einer Niederlage für Saranzazrael enden, aber auch dein Tod wäre eine sichere Sache. Wenn du tot bist, wird meine Mutter sehr traurig sein. Du darfst dein Leben nicht wie einen angefressenen Knochen wegwerfen. Du musst hier bleiben und das Grab meiner geliebten Mutter behüten. Verstehst du das, Konbüsch? Grrr. Ach so. Ihr, was führt euch denn hierher? Sein Gesichtsausdruck. Ihr habt unser Gespräch mitgehört. Das lässt sich nun nicht mehr ändern. Ich muss euch wohl oder übel die ganze Wahrheit erzählen. Die Bestie ist mein Freund. Sein Name ist Konbüsch. Bis oder wie auch immer. Vor vielen Jahren haben meine Mutter und ich ihn verletzt aufgefunden und halfen ihm. Seitdem sind wir Freunde. Konbüsch hat es im Dorf nicht auf meinen Vater abgesehen, sondern auf Saranzazrael. Sie täuscht unser Volk mit ihren Tricksereien und führt nichts Gutes im Schilde. Ich tat so, als sei ich dumm und feige, damit sie keinen Verdacht schöpft, aber mir fällt keine List ein, um sie zu verjagen. Es ist die ganze Wahrheit. Bitte, ihr müsst sie vor aller Ohren verschweigen. Und jetzt muss ich zu den Jurten zurück. Lebt wohl. Bleib hier! Also das Äffchen. Ich muss kurz was trinken. Geliebter Bazurik, sieh dich vor, mein Kind. Saranzazrael bereitet deinen Tod vor. What? Okay, das ist hart. Mhm. Ist das denn gerade deren Ernst? Hi. Ihr könnt mich sehen? Dem Allmächtigen sei Dank. Das ist ein Wunder. Ich bin die Frau Batkans, Oberhaupt des Bat-Zurek-Stammes. Ich heiße Bayer-Ama. Was auch immer. Keine Ahnung. Reisende, ich sehe Größe in euch. Dürfte ich euch um einen Gefallen bitten? Weit im Osten, am Fuße der östlichen Berge, liegt das Dorf Gerzun, das vor langer Zeit vom Monster verwüstet wurde. Ich möchte, dass ihr euch dorthin begebt und das kostbare Budura-Gras sammelt. Dann müsst ihr es Bazurik geben. Es wird ihm von großem Nutzen sein. Bitte helft meinem Sohn. Helft Bazurik bei seinem Kampf gegen die Kräfte des Bösen. Wo bin ich hier noch reingeraten? War doch richtig, mit R. Mit R. Könnt ihr eigentlich das R rollen? So richtig rollen. Kann ich gerade irgendwie nicht mehr. Okay. Im Osten, ja? Ja, ich, Ich bin hier so ein bisschen überfordert, weil ich habe keine Ahnung, wo, was, warum, wohin und... Müssen wir jetzt hier oben lang? Ich glaube schon, oder? Ach, da kommen wir auch her. Upsala. Ich kämpfe jetzt gegen den Baum, weil ich es kann. Weil am Tischbaum. Baumteufel. Er bemerkt die Gruppe gar nicht, aber ich möchte ihn killen mit feuriges Solo. Und mit dich selber heilen. Obwohl es geht. Und mit Fauch und mit Angriff. Mal gucken, wie viel es bringt. 70 Schaden, das ist schön. 34 meine ich. Heilung, ja, das ist schon mal gut. Und 30 Schaden, ja, das ist in Ordnung. Ich finde eigentlich, es sollte mehr Schaden machen, weil halt dann Ernst Baso. Wie geil ist das denn? Das ist geil, das ist geil, das ist geil. Achso, ich dachte, ich kann irgendwas jetzt machen. War anscheinend nicht. Ich weiß ja nicht mal, ob ich hier richtig bin, aber es ist mir eigentlich jetzt auch egal. Ich mache jetzt die Mission einfach, weil sie mir aufgetragen wurde. Und ja, ne? Wird schon funktionieren irgendwie. Wenn ich jetzt nochmal gegen diese scheiß Dampfdrosseln kämpfen muss, dann drehe ich aber durch. Nein, du blödes Äffchen. Hä? Der Ulzun. Bin ich hier jetzt richtig oder bin ich... Was ist das denn? Oh, wie cool, gegen die will ich jetzt unbedingt kämpfen. Ein Angreifer nähert sich und... Gule. Was ist das denn? Oh mein Gott, ist das geil. Oh, ist das geil. Greif den mal an. Du machst bitte einmal Erlösung auf den. Du machst einmal Dämonenleben. Nee. Du machst einfach mal einen Peng auf alle.
Was kannst du so? Ja, du greifst auch einfach mal den an. Ich finde das voll cool. Das sieht richtig geil aus irgendwie. Ich mag den. Der ist krass. Erlösung auf dich. Sei erlöst, mein Kleiner. Oder lebt noch weiter, das ist mir egal. Okay, er ist tot, okay. Analysiert die Lage und er greift an. Einfach so auf Lillian, oh nein. Am besten werden wir einfach mal jetzt Lillian heilen. Lillian wird... Achso, nein, ich wollte eigentlich deinen Schlag machen, deinen Erlösungsschlag auf den. Dann wirst du einen Peng machen und du greifst den an. Peng! Der andere lebt ja auch noch, fuck. Erlösung! Stirb! Okay, der eine ist tot. Gut, dann stirbt, lebt. Nein, ich wollte dich doch heilen. Nein! Okay, dann gleich. Ich hoffe, ich bin gerade richtig, ne? Das wäre eigentlich richtig nice. Gegen dich habe ich schon gekämpft. Gegen dich auch. Können wir mal andere Gegner? Gegen dich auch schon. Gegen dich auch schon. Gegen den noch nicht. Ich will ihn mal anschauen. Der hieß ja voll cool. Ein Drakal. Oh, wie süß, was ist das denn? Kann ich hier einen Drachenhieb machen? Du wirst dich mal bitte selbst heilen. Du machst bitte mal ein Peng und du greifst auch mal den an. Kill ihn! Heil, gut, gut, gut. Ich will jetzt nämlich nicht, dass irgendjemand hier stirbt. Das wäre sehr schade. Das, hallo? Ey! Todesstoß, ja, das ist gut, das ist gut. Todesstoß ist gut. Ja, aber nicht, dass ihr uns angreift. Das ist nicht gut. Nein, stirbt. So, ein Drachenhieb auf den Drachen. Wie viel bringt es? Okay, das ist jetzt nicht wirklich ein Drache. Ja, vielleicht mal ein Todesstoß. Ja, Zauber. Vielleicht mal jetzt einfach einen Knack auf den. Und du gabst auch mal den an. Hoffentlich bringt das was. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Okay, das ist mein Tod. Das ist gut. Nein, nein, nicht. Nein! Oh! Schnell, mach einen Engelschor! Mach einen Engelschor! Oh, schnell. Oh, ich dachte gerade, sie stirbt, dann wäre ich richtig wütend gewesen, ne? Oh mein Gott. Heil dich selbst nochmal! Achso, du kannst ihn... Okay, kill ihn. Kein Bock mehr auf ihn. Kill ihn! Bam, fettes, grünes Teil. Das ein Dino halt war. Dino, ich meine... Drak... Wenigstens kriegen wir ein bisschen Lammwolle von einem Drakal. Schön. Ein Zombie... Da sollten wir nicht reingehen. Sollten wir echt nicht. Die Höhle jetzt hier, oder wohin sollen wir? Ich glaube mal schon, dass... Meinen die jetzt echt die Höhle? Ich habe keine Ahnung. Bin ich überhaupt noch richtig? Gerzun, ja, das ist richtig. Ich werde den Weg frei machen. Ich wollte schon sagen, wie komme ich jetzt weiter? Große Tore von Gerazun. Öffnet euch und lasst diese Reisende passieren. Die Tür öffnet sich. Also, wenn man nur was sagen muss, ist das echt schon Hightech, ne? Geht nun. Sammelt das Bodura-Gras und bringt es meinen geliebten Sohn. Er möchte damit Saranzazral wahre Gestalt enthüllen. Jene, die sie hatte, ehe sie die leuchtenden Himmelsfrucht verzehrt. Ich wusste es. Ihr müsst Bazurik retten. Ihr müsst die Ebene selbst vor dem Untergang retten. Versuch's. Irgendwie war mir das schon klar. Das war mir irgendwie schon ein bisschen klar hier. Ihr gebt alle was zum Weg. Oh, wer wohnt denn hier? Wohnt der Monster drin? Hallo, wohnt der Monster? Hallo? Nein, irgendwie nicht. Schade. Ein Stein der Auferstehung. Ich glaube, das ist... Hi. Hi, kommt das von oben ins Zelt rein. Hexer nähern sich. Oh no. Killt sie alle. Peng und kill ihn auch. Oh, mein Gesicht wird ganz warm. Oh, ich hasse das, wenn das passiert. Magische Macht steigt gewaltig. Oh nein, es ist so traurig, denn der eine ist schon tot. Wow. Ihr seid so stark. Los, kill ihn. Ich meine natürlich... Ness, kill... Was ist Edge? Ach so, ja. Es ist... Ja, kommen die beiden Wichtigen. Ach ja, chill doch mal. Oder stirb doch mal. Das ist... Das gilt natürlich auch. Die Gruppe erhält Goldmünzen... Und das finde ich schön, denn ich mag Goldmünzen, denn sie bringen Geld. Sie sind Geld. Okay. Wohin wollen wir denn zuerst? Nach unten, ne? Wollen wir echt zuerst nach unten? Ich weiß nicht. Oh, gleich. Gleich. Okay, jetzt. Okay, das wird lustig.
Komm her, das wird lustig. Ich will das. Oh mein Gott. Erinnert mich jetzt an Harry Potter. Auch ist der. Oh, der ist so zauberhaft. Oh, ich könnte gerade heulen. Weil er so schön aussieht. Und dann mit der Zunge aus. Oh, so schön. Ah. Oh, richtig schön gemacht, ja. War ein bisschen Solarium. Stirbst du? Nee, er lebt noch. Schade. Ja, komm auf, Lillian stirbt jetzt. Nee, Lillian lebt noch. Das ist echt ein Wunder. Also machen wir einfach mal heilen auf Lillian. Und ich greife da einfach alle mal an. Aber wie viel hält denn der aus, bitte? Okay, Lillian hat ihn getötet. Krasse Sache. Ey! Geil! Gut gemacht, Troll. Ich meine, wir. Okay, wir halten 52 Goldmünzen. Das ist natürlich echt super. Finde ich auf jeden Fall schön. Heilen wir mit uns alle. Obwohl, es ist unnötig, eigentlich Nest zu heilen, aber egal. So. Und wir gehen weiter. Nicht gegen dich kämpfen, bitte. Tür ist verschlossen. Ja, dann haben wir halt keinen Schlüssel. Was soll's? Wenigstens wir haben das hier. Fertig ist. Nimm. Eine Hippa-Istu-Istata-Flamme. Und ein Ausnüchterring. Okay. Ein Ausnüchterring haben wir gerade bekommen. Das braucht auf jeden Fall Baso. Was ist denn mit deinem Ausnüchter? Was ist das denn mit der Abwehr? Oh ja, Moment. Könnte er immer ganz gut gebrauchen. Ja. Hallo, Moment. So. Ach so. Ja, okay. Warum denn nicht? Ja, mach doch einfach. Keine Ahnung, was ich gerade richtig gemacht habe, aber ja, irgendwas habe ich gerade gemacht. Hi, was geht bei dir? Was geht? Hexer nähern sich. Ja, natürlich nähern sie sich. Was sollen sie auch sonst tun? So, und dann mal wieder einen Peng. Ja, weil ich verführe. Und dann kennen wir ihn auch. Und jetzt können wir... Warte, was haben sie eigentlich auf ihren Oberteil stehen? Ah, das ist eine Fledermaus. Wie süß. Nicht auf ihn, bitte. Danke. Ja, das habt ihr natürlich echt... Ja, komm, du wirst jetzt eh sterben. Das weißt du aber, ne? So, killt ihn. Und das killt ihn jetzt auch. So. Das ist schön, ne? Ja. Ich weiß. auf geht's, drei Tage, nein. Hä? Wo, habe ich das eben schon gesungen? Ich weiß gerade nicht. Ich habe heute irgendwie schon ziemlich viel gesungen, kann das sein? Mhm. Unser Dorf wacht übers heilige Gras, gepriesen sei das Bodura-Gras. Schön, dass ihr so tolles Gras habt. Ich bin echt begeistert. Und wow. Wow. Wow, habt ihr tolle Sachen hier, wow. Habt ihr die ganze Wäsche mitgenommen, als ihr vernichtet worden seid. Aber euer Geld, ne? Euer Geld nicht. Hi, tschüss. Was geht? Das war's auch mal wieder, ne? So. Das Bodura-Gras wächst inmitten des Wassers, das in dem Tiefen fließt. Unter einem Dorf. Gepriesen sei das Bodura-Gras. Bodura. Keine Ahnung, wie ich... Oh, was bist du denn? Hi. Grinsgötzen nähern sich. Gut, dann machen wir einfach mal ein... Nein, nicht ein Knirsch. Ein Knack. Ja, komm. Peng. Killt sie einfach alle irgendwie, keine Ahnung. Obwohl, was schlecht ist, den anzugreifen. Was... Ach komm, ja, beißt uns. Wie süß seid ihr denn, Mensch? Aber wie süß er sich dreht. Ich finde die Gegner so geil. Ich finde die Gegner so geil. Ey, hör auf, uns zu beißen. Was soll das denn, du frecher Bengel? Oh, Mann. Kawaii. Warum ich gerade an dieses Lied denken muss von Avril Lavigne, was so scheiße ist, aber hätte halt Bock, gerade das zu singen. Also lass mich in Ruhe. Wow, Whisket, das war so gut. Wow, Whisket, du bist echt... Also diese Folgen sind hier gerade richtig peinlich, weil ich singe und singe und singe und singe und das ist ein Brunnen. Und diese Sachen, das hier muss ich mich nochmal richtig schön umgucken. Eine Fiole Zauberwasser. Was willst du denn hier eigentlich gerade, Junge? Was willst du hier? What are you doing? Achso. Achso. Hm. Okay. Halten wir erstmal Whisket. Du machst einfach mal ein... Ach nee, ich wollte hier ein... Erlösungsdingens. Du machst... Peng! Und du greifst den an. Los, heil ihn! Du super, super nett. Stirbt, alle! Dann halt nicht. Ja, ich hoffe, es stört euch immer wieder nicht, dass ich vorspule und gerade wird ziemlich fertig gemacht. Übrigens, ja, das kommt vor. Ach nee, auf Legen. So, du machst nochmal einen Erlösungsstreich, Erlösungsdingens meine ich auf da
Dann machst du einen Peng und du greifst das an. Los, kill sie alle! Kill ihn, super gemacht. Oh, Basel, du bist... Nein, 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 nein. Warum leben die denn noch alle? Warum leben die denn noch alle? Du greifst den an. Du machst ein Erlösungsding darauf. Du machst einen Peng. Und du greifst den an. Keine Ahnung. Kill sie einfach alle. Fertig ist hier. So, noch der. Nur noch der lebt. Gut, das heißt. So. Haben wir es auch mal geschafft. Fertig ist hier. Und wie es halt weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Denn ich finde, wir haben ein Bett gefunden. Reicht ja auch für uns vier. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir machen im nächsten Part einfach hier weiter. Und ja, mal schauen, was das Ganze so bringt, wenn wir das Gras haben. Und man hört sich halt, ne? Ciao.